In diesem Live-Bild gibt es nun die Möglichkeit, zum Beispiel den Moderator zu taufen oder auch jeden Gast im Studio mit dem Namen und der Funktion am unteren Rand, so wie das beim Fernsehen auch genannt wird, und können das auch wieder ausblenden. Als nächsten Schritt kann man auch in diesem Live-Bild ein Produktvideo oder Unternehmensfilm zuspielen im Vollbild. Heute möchten wir Ihnen die Sony PlayStation Portable, kurz PSP, vorstellen. Zusätzlich zu der Möglichkeit, Videos im Vollbild zuzuspielen, gibt es auch die Möglichkeit, eine PowerPoint-Präsentation, eine Grafik oder ein Produktbild ins Bild, Vollbild reinzulegen. Und im weiteren Schritt können wir auch den Moderator transportieren an eine andere Stelle, zum Beispiel in ein anderes Büro oder in einem neutralen Hintergrund zeigen oder mit einem PowerPoint oder einem Produktbild im Hintergrund. Es besteht auch die Möglichkeit, mit mehreren Kameras zu arbeiten, zum Beispiel in einer kleinen Talksendung mit 2 oder 3 Kameras. Zum Beispiel Kamera 1 zeigt den Moderator, der sich mit dem Gast unterhält. Die Kamera 2 zeigt den Gast, in diesem Beispiel jetzt, mit dem Moderator im Anschnitt. Und die Kamera 3 zeigt die ganze totale Studiosituation mit allen Gästen und dem Moderator zusammen. Wenn wir das Ganze jetzt eine Stufe weiternehmen wollen, dann können wir den Moderator auch in ein virtuelles Nachrichtenstudio setzen. Zum Beispiel mit einem Monitor im Hintergrund, ein sogenanntes Bild-in-Bild. In diesem Bild-in-Bild können wir jetzt da eine PowerPoint-Präsentation, ein Bild oder auch ein Produktvideo zuspielen. Um das Ganze in die dritte Dimension zu heben, können wir uns nun in ein virtuelles Studio begeben. Das heißt, jetzt gibt es sogar einen Schreibtisch und einen virtuellen Monitor im Raum. In dieser Einstellung mit dem virtuellen Studio gibt es nun 4 verschiedene Perspektiven oder Ausschnitte, die mit einer Kamera erzeugt werden können. Und somit kann man umschalten in eine totale oder in eine Naheinstellung des Moderators, je nach Belieben, mit nur einer Kamera. Will man das Ganze noch erweitern, kann man das Ganze mit einer zweiten Kamera ergänzen und somit eine zweite Perspektive in das Studio einbringen. Auch in dieser zweiten Kamera stehen wieder 4 Kameraausschnitte des Studios auf Mausklick zur Verfügung. Und in der Naheinstellung kann man als Moderator jetzt auf der Monitorwand, auf dieser virtuellen Monitorwand im Studio, Live-Bild, Live-Videozuspielung oder auch PowerPoint-Präsentationen einblenden. Alles ist möglich. Und trotzdem sitze ich hier nur vor einer grünen Wand. Unser Studioaufbau benötigt nur ca. 4 auf 4 Meter, also nicht mal 16 Quadratmeter. Die Videoregie, unsere Technik im Hintergrund, ist klein und mobil und kann von wenigen Mitarbeitern live bedient werden, sodass wir auch bei Ihnen vor Ort im Unternehmen, in einem Konferenzraum zum Beispiel, dieses virtuelle und mobile Studio in kurzer Zeit installieren und aufbauen können. Lediglich eine Internetverbindung mit entsprechender Upload-Geschwindigkeit ist notwendig, damit wir Ihre Zuschauer auch erreichen. Wir zeichnen die ganze Sendung für Sie on demand gleichzeitig auf, sodass, wenn ein Teilnehmer die Live-Sendung verpasst hat, on demand später abrufen kann. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen gern das Ganze live für Sie persönlich in Ruhe mit allen Details und beantworten Ihre Fragen dazu. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Vielen Dank fürs Zuschauen.